Hallo und einen schönen guten Abend wünsche ich euch bei einer neuen Folge von Siberia Teil 1. In der letzten Folge haben wir uns ja das, die Vorlesung angehört, wo der Professor über die... Das brennt nichts, es ist verriegelt. Aha, okay, also da kommen wir weiterhin nicht rein, manchmal müssen wir da auch nicht rein. Wo der Professor über die Mammuts gesprochen hat, mit Hilfe von Kates Puppe, beziehungsweise Hans Puppe, die Kate ja mit hat. Und die werden wir jetzt erstmal abholen. Genau, da müssen wir hier runter. Und dann müssen wir aber nochmal ins Labor, damit wir die Puppe abholen können. Und ich glaube, er hatte noch irgendwas gesagt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber da bin ich mir momentan gar nicht mal so sicher. Mal gucken. Gucken. Okay. So. Die Puppe können wir uns jetzt nehmen. Genau. Können wir uns hier noch irgendwas nehmen? Was ist das? Ah ja, genau, die Unterlagen. Die nehmen wir auch einfach mit. Ah, die Legende von... Ah, okay, mit Kaffeefleck sogar. Zwei Seiten. Die Legende von der Elfenbeineiche. Am Ende der letzten Eiszeit erwärmte sich unser Planet. Diese plötzliche klimatische Veränderung stellte das Überleben zahlreicher Tierarten in Frage. So auch das der Mammuts, die zu dieser Zeit den extremen Norden Sibiriens bevölkerten. Es wird erzählt, dass das Volk der Yukols, das diesen Tieren einen wahren Kult weihte und dessen Lebensweise sich durch eine perfekte Symbiose mit den Mammuts auszeichnete, entschied, so wie Noah, eine große Eiche zu bauen, um die Mammuts zu retten. Das riesige Schiff war ganz aus den Stoßzähnen der Mammuts angefertigt. Man brachte eine kleine Herde Mammuts sowie Unmengen von Futter an Bord. Einigen besonders furchtlosen Yukol-Clans wurde die Aufgabe zuteil, die Tiere dorthin zu bringen, wo sie bessere Voraussetzungen für ihr Überleben vorfinden würden. Eines Tages dann, man sagte, es seien 50 Jahre vergangen, kehrte die Arche an ihren Ausgangspunkt zurück. Zu ihrem großen Erstaunen fanden die Yukols keine Überlebenden an Bord vor. Nur die Körper von ein paar toten Mammuts, die in dem Eis, das das Schiff bedeckte, perfekt erhalten waren. Die Yukols sahen darin ein Zeichen, ein Geschenk der Götter und verzehrten die Mammuts in einem legendären Festschmaus. Eine Woche später war die Arche erneut von der Strömung davongetragen worden und kehrte ein halbes Jahrhundert später wieder zurück. Ohne Besatzung, aber mit neuen eingefrorenen Mammuts. Dieses Hin und Her wiederholte sich über die Jahrtausende hinweg, wobei die Yukols jedes Mal wieder neue erstaunliche, gut erhaltene Mammuts vorfanden, die aus dem Nichts zu kommen schienen. Die Yukols interpretierten dieses Phänomen als Ausdruck des Wohlwollens ihrer Vorfahren, die auf der ersten Reise der Arche in einer Schiffskatastrophe ums Leben gekommen waren, deren Seelen jedoch auf einer mythischen, von den Schamanen Siberia genannten Insel ewige Zuflucht gefunden hatten. So entstand eine Religion mit ihren Ritualen und Gebräuchen. In deren Zentrum die regelmäßige Wiederkehr des Geisterschiffs mit seiner wertvollen Ladung stand. Nichts schien sich über die Jahrhunderte an dem mysteriösen Zyklus der Eiche zu ändern. Lediglich die Größe der Mammuts, die mit der Zeit unmerklich kleiner wurden. Eines Tages aber, vor etwa 100 Jahren, kehrte die Eiche früher als erwartet zurück. Sie war leer. Die armen Yukols waren zutiefst verwirrt. Die Geister ihrer Vorfahren hatten sie vergessen. All das, woran sie geglaubt und worauf sie ihre jahrtausendalte Kultur aufgebaut hatten, verlor auf einmal einen Sinn. Die Gläubigsten unter ihnen hielten verzweifelt an ihrer Hoffnung fest. Schließlich kehrte die Arche weiterhin aus dem... Ey, Katze, was machst du denn da? Nichts zurück, und zwar immer häufiger. Einige sehr alte Yukols brüsteten sich damit, sie mehrmals gesehen zu haben. Doch jedes Mal blieb die Arche leer und die Hoffnung der letzten Yukols versiegte. Der Glaube wurde zum Aberglauben, die Realität zur Legende. Okay, gut. So, hast du noch irgendwas zu quatschen mit mir, lieber Doktor? Was möchten Sie denn wissen, liebes Kind?
Ich möchte Ihnen zu Ihrer Vorlesung gratulieren. Okay. Sie hatten recht, es war hochinteressant. Ich hätte nie gedacht, dass mich ein paar Mammuts so fesseln könnten. Dabei kennen Sie jetzt erst einen winzigen Teil Ihrer Geschichte. Wenn meine Vorlesung bei Ihnen den Funk der Leidenschaft geweckt hat, bin ich allerdings sehr stolz. War Hans Vorarlberg mit Ihrer Theorie über die Yukuls und die gezähmten Mammuts einverstanden? Wo denken Sie hin? Hans war absolut kein Wissenschaftler. Er war von dem Gedanken besessen, heute noch lebende Mammuts finden zu können. Eine extravagante Hypothese, finden Sie nicht? Sie glauben anscheinend nicht daran. Die Mammuts sind vor mehreren tausend Jahren ausgestorben, so viel steht fest. Die einzigen Mammuts, die man heute in Sibirien findet, sind eingefrorene Mammuts. Wissen Sie, wohin Hans nach seinem Aufenthalt in Barockstadt gegangen sein könnte? Nein, aber es würde mich nicht wundern, wenn er sich auf die Suche nach dem Volk der Yukols gemacht hätte. Oder was davon übrig ist. Mhm. Okay. Ich muss jetzt gehen. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr gestört. Wie bitte? Aber nein, ganz und gar nicht, liebes Kind. Gut, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg zum Zug, hätte ich gesagt. Und schauen, wohin uns die Reise jetzt bringt. So, den Typen brauchen wir kein zweites Mal anquatschen. Oder drittes Mal eigentlich. Weil der hatte immer nur den gleichen Spruch drauf. Den gleichen bekloppten Spruch. Was für ein Fahrgestell. So. Jetzt ist die große Frage, wie komme ich jetzt genau zu meinem Zug? Mich wundert es, dass wir den komischen Vogel nicht reparieren haben müssen. Wir haben von dem nur irgendein Ei aus dem Nest holen müssen, das war's. Finde ich seltsam. Aber schau, die Vögel, die befinden sich sogar außerhalb. Also die haben sich auch sogar schon angepasst. So, weiterlaufen, laufen, 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 laufen. Oh, können wir jetzt hier schon einsteigen? Ja, wir können hier jetzt schon einsteigen, sehr gut. So, mal gucken, ob wir jetzt losfahren können. Ich habe ja nämlich sogar die Befürchtung, dass wir da vorne beim Tor irgendwas noch machen müssen. So. Oscar. Alles in Ordnung, Oscar? Ja, Kid Walker. Ich warte darauf, die Reise fortzusetzen. Ja, ich warte auch darauf. So, Zug, Mission. Wir können fahren, Oscar. Kid Walker, ich erinnere Sie an eine der Anweisungen für diese Reise. Jegliches Objekt, das zum Inventar dieses Zugs gehört, muss vor der Abfahrt wieder im Zug sein. Ich verstehe nicht ganz. Es fehlt ein Objekt, Kate Walker. Mein Gott, die Puppe! Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie sie wieder auf Ihren Sockel setzen würden, Kate Walker. Ja, ist in Ordnung. Ich muss jetzt gehen, Oscar. Bis später. Ja, Kate Walker. Ist in Ordnung. Auf das hatte ich jetzt völlig vergessen. So, warte mal, hier. So, können wir jetzt fahren? Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. So, Oscar. Alles in Ordnung, Oscar? Ja, Kid Walker. Ich warte darauf, die Reise fortzusetzen. So. Wenn Sie mir diesmal wieder sagen, dass noch etwas fehlt, Oscar. Alles ist in bester Ordnung. Nehmen Sie Platz, Kid Walker. Wir fahren los. Wunderbar. Na, prima. Wunderbar.
aufgezogen hatten wir den Zug ja schon in der letzten Folge. Bevor wir nämlich zur Vorlesung vom Professor gegangen sind, nicht zum Doktor, ne, der hat sich ja einen Doktortitel auch noch. Oh, jetzt war einmal die Katze wieder da und die Tastatur sieht schon auch wieder aus wie eine Katze. Ich glaube, ich sollte die wieder mal... Oh, oh. Was ist jetzt los? Ich sagte ja, irgendwas ist da zu machen. Na was? Jetzt muss ich erstmal auf der anderen Seite rausgehen. Ja, ich glaube, ich muss meine Tastatur wieder mal mit der Druckluft ausblasen. Wobei, wenn sich die Katze einmal drauflegt, schaut es wieder gleich aus. Ah, schrecklich, schrecklich. Mhm. Oh, was haben wir denn hier? Hätten wir da vorher auch... Was machen Sie denn da, Oscar? Kate Walker, ein jeder muss sich an die Regeln des Schienenverkehrs und an die Zollbestimmungen halten. Ach du Scheiße. Oscar, denken Sie nicht, es ist an der Zeit, mit diesen Kindereien endgültig aufzuhören? Um durch die Mauer zu gelangen, ist eine Durchfahrtsberechtigung erforderlich, Kate Walker. Nicht jetzt. Und wissen Sie nicht zufällig, wo ich ein solches Dokument bekomme? Es gibt mit Sicherheit eine Instanz, der die Mauer untersteht und die befugt ist, ein solches Visum auszustellen. Nein! Oscar, denken Sie nicht, wir haben jetzt genug Zeit verloren. Sie haben Ihre Zeit gebraucht, um herauszufinden, wie man den Federmechanismus der Lokomotive aufzieht, Kate Walker. Jetzt reicht's aber. Sie haben mir doch dabei Ihre Hilfe verweigert. Da haben Sie recht, Kate Walker. Wenn Sie nicht so pingelig an Ihren Bestimmungen festhalten würden, gäbe es keine Probleme. Das weiß ich nicht, Kate Walker. Oscar, ich bitte Sie, steigen wir ein und fahren wir weiter. Kate Walker, geben Sie mir bitte das Visum. Das ist nicht sein Ernst, oder? Nun gut, also dann bis nachher, Oscar. Ja, Kate Walker. Es ist sein Ernst. Und wir haben das Visum natürlich nicht, weil wir müssen damit... Wir müssen da mit Sicherheit noch zu diesen drei Trotteln da. Oh mein Gott. Und ich war vorher noch im Überlegen, soll ich da nochmal hingucken oder nicht? Oder was soll ich machen? Ich hätte hinschauen sollen. Was ist los, Katze? So, warte. Hä? Wo rennt die denn jetzt hin? Ah, okay. Ah, okay. Kido, ich sehe nichts. Genau, leg dich da hin. Das ist eine ganz gute Idee. Ja, genau. Einfach hinlegen und entspannen, Schatzi. Jo. Schau, ich habe hier bei dem Spiel sogar eine Hand für dich frei. Hm? Hm? Oh, oh. Mein Mutti-Kater. Mein Mutti-Kater. Also, auf zurück, das Visum holen. Oder kriege ich das von dem Typen? Dann bräuchte ich nicht so weit laufen. Schauen wir mal. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Was kann ich für Sie tun, Fräulein? Meine Lokomotive ist aufgezogen, aber diese Mauer hindert mich daran, meine Reise fortzusetzen. Die Situation ist lächerlich, hören Sie? Sie verscheuchen meine Vögel. Es wird doch wohl ein Tor in dieser Mauer geben, oder?
Es ist verschlossen. Hm. Denken Sie, die Rektoren haben einen Schlüssel dafür? Ha, der Schlüssel. Da werden Sie aber einen ordentlichen Schlüssel brauchen für ein solches Tor. Aber für die Mauer ist sowieso das Militär zuständig. Wegen dem Feind, verstehen Sie? Der Feind? Welcher Feind? Begeben Sie sich nicht auf die andere Seite der Mauer, mein Fräulein. Das wäre purer Wahnsinn. Sie können mir glauben, niemand wagt sich dorthin. Nie. Na super, der hilft mir ja nicht weiter. Ich werde Sie nicht länger belästigen, Herr Bahnhofsvorsteher. Willkommen in Barockstadt, mein Fräulein. Ja, Junge, ich will gehen. Ich will aus Barockstadt fliehen, entkommen. Hm. Wenn für das Tor das Militär zuständig ist, wie bekomme ich denn dann bitte das Visum? Wo ist denn hier das Militär? Militär hatte ich nirgendwo gesehen. Ja? Spatz. Das haben wir nirgendwo gesehen. Du die Krallen rein. Keine Krallen. Du machst den Bildschirm kaputt. Ja. Dann gehst du halt wieder. Ach Gott, so ein langer, weiter Weg. Ab und zu sollte ich einfach meiner Intuition folgen. Das war so klar, dass du das jetzt runterschmeißt. Ach ja. So, liebe Leute, habt ihr ein Visum für mich? Meine Herren, es tut mir leid, aber ich muss Sie schon wieder belästigen. So, so. Ihnen tut es leid. Das Ganze ist höchst bedauerlich. Glauben Sie, junge Frau, uns tut es ebenso leid. Sprechen Sie. Wir hören, mein Kind. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Dank Ihrer Hilfe kann ich meine Reise fortsetzen. Wir danken Ihnen ebenfalls, dass Sie unseren schönen Pavillon repariert haben. Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben. Wir wünschen Ihnen viel Glück und vielleicht bis zum nächsten Semester. Wohl kaum, aber trotzdem. Vielen Dank. Echt jetzt? Es ist mir nun endlich gelungen, meinen Zug aus dem Bahnhof zu fahren. Ganz vorschriftsmäßig. Ich hoffe, Sie sind zufrieden. Ja, wir sind in der Tat sehr zufrieden. Wir danken Ihnen, dass Sie die Vorschrift beachtet haben. Ein Zug muss anhalten, weiterfahren und Platz für andere Züge machen. Nun, damit ist die ganze Affäre geregelt. Wir können uns jetzt intellektuelleren Beschäftigungen zuwenden. Wie zum Beispiel mit dem Schlüssel geben. Könnten Sie mir helfen? Junge Frau, Ihnen ist doch wohl klar, dass Ihre ständigen Anfragen etwas dreist sind. Wir stehen Ihnen schließlich nicht rund um die Uhr zur Verfügung. Wir haben anderes zu tun. Es wäre also sehr freundlich von Ihnen, uns nicht ständig zu stören. Das ist scheiße. Wo kriege ich das jetzt her? Militär. Kate, Mission. Hand, Zug. Zug habe ich schon gewählt. Vögel. Puh. Wir reden und reden. Schon, wir sind... Ich danke... So. Wo kriege ich das jetzt her? Was soll denn der Mist? So, was haben wir denn hier? Dan, Olivia, Mutti, Büro, Dan. Was los? Die Katze jammert schon wieder. Aber ihr braucht sie einfach nur herkommen und da bleiben. Aber, ja, Katze halt. Vielleicht kann mir der Professor weiterhelfen. Mal gucken. Und bei dem hatte ich ja nur die Mission angeklickt. Jo, Spatz. Brauchst du nur da bleiben? Was möchten Sie denn wissen, liebes Kind? Jo, Mission zu... Die Ankunft in Barockstadt ist beeindruckend. Noch nie habe ich einen solchen Bahnhof gesehen. Sie sind mit dem Zug gekommen? Ja,
Mit einer mechanischen Lokomotive, die ständig wieder aufgezogen werden muss. Oh, Sie sind also Zugführerin. Die jungen Frauen von heute überraschen uns immer wieder. Nein, der Zug wird von einem Automaten gesteuert. Ich kann verstehen, dass das alles etwas unglaubwürdig klingt. Eine aufziehbare Lokomotive von einem Automaten gesteuert. Es ist lange her, da kannte ich jemanden, der einen solchen Zug hätte erfinden können. Ja, er war es, der den Musikpavillon auf dem großen Platz gebaut hat. Wenn es darum ging, solche Maschinerien zu erfinden, war er einfach genial. Und gleichzeitig war er wie ein Kind, so als sei seine körperliche und geistige Entwicklung im Alter von 10 Jahren zum Stillstand gekommen. Können Sie das verstehen? Oh, ich glaube ja. So langsam zumindest. Hätten Sie Lust, Hans Vorarlberg wiederzusehen? Sie könnten mich doch eigentlich begleiten und mir helfen, ihn zu finden. Na, das meinen Sie doch nicht ernst, junge Frau. Oh, ich bin doch viel zu alt für solche Abenteuer. Oh. Ja gut, das heißt, er hilft mir auch nicht weiter. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr gestört. Wie bitte? Aber nein, ganz und gar nicht, liebes Kind. So, wie komme ich da jetzt zum Militär? Das verstehe ich nicht. Weil da habe ich ja keinen Kundenstördienst, oder? Schon? Ja? Nein? Vielleicht? Weiß nicht. Ich habe Angst. Komme ich da rein? Nee, da komme ich nicht rein. Das bringt nichts. Es ist verriegelt. So, wir haben immer noch 2 Türen, die verriegelt sind. Es kann mir genau keiner weiterhelfen. Das ist recht bescheiden, muss ich sagen. Das muss ich gerade überlegen. Wie komme ich da denn jetzt weiter? Wie komme ich jetzt hier weiter? Der Oscar besteht auf irgendeinen scheiß Wisch. Und den Wisch haben wir den. Schau, wir haben hier die Werbebroschüre von Valadilen 1, Fax 1 und 2, Valadilens Tagblatt. Annas Brief an den Notar, Annas Tagebuch, Berichte des Pfarrers, Zeitungsartikel. Amazonebuch. Paläontologie-Vorlesung und Botanik-Lexikon. Was anderes haben wir hier aber nicht. Das Pulver haben wir auch noch nirgendwo verwenden können, gell? Das war so klar, dass mich das dumme Tor jetzt aufhält. Wie mache ich denn das jetzt nur? Kate, du musst weitergehen. So, vielleicht weiß ja der Bahnhof-Typi noch ein bisschen mehr. Der sollte ja normalerweise noch ein bisschen mehr wissen, denn immerhin hat er gesagt, dass es dem Ganzen, dass das Ganze dem Militär untersteht. So, jetzt habe ich kurz gucken müssen. Meine Katze hat gerade einen Vogel. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Was kann ich für Sie tun, Fräulein? Was kann ich für Sie tun? Zug, Hans, Hilfe. Ich fühle mich hier ein wenig verloren. Ich bräuchte dringend Ihre Hilfe. Wenn Sie eine Auskunft wollen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Meine Lokomotive ist aufgezogen, aber diese Mauer hindert mich daran, meine Reise fortzusetzen. Die Situation ist lächerlich, hören Sie? Sie verscheuchen meine Vögel. Es wird doch wohl ein Tor in dieser Mauer geben, oder? Das ist verschlossen. Denken Sie, die Rektoren haben einen Schlüssel dafür? Ha, der Schlüssel. Da werden Sie aber einen ordentlichen Schlüssel brauchen für ein solches Tor. Aber für die Mauer ist sowieso das Militär zuständig. Wegen dem Feind, verstehen Sie? Der Feind? Welcher Feind? Begeben Sie sich nicht auf die andere Seite der Mauer, mein Fräulein. Das wäre purer Wahnsinn. Sie können mir glauben, niemand wagt sich dorthin. Nie. Ja, aber ich... Wir sind uns jetzt doch einig.
Mein Zug hat ihren Bahnhof verlassen und wird sie nicht länger stören. Er hat keine Schäden verursacht, hoffe ich. Ah, das ist ein Zug und ein Bahnhof. Und einer ist für den anderen gemacht, mein liebes Fräulein. Ich meine nur, ich dachte, er hätte ihre Vögel aufgescheucht. Ach nee, da hatten sie eben mal ein bisschen Unterhaltung. Alle diese Vögel, noch dazu in einem Bahnhof. Erstaunlich. Dies ist nicht nur ein einfacher Bahnhof, mein Fräulein. Die Vögel bilden die berühmte ornithologische Sammlung der Universität Barockstadt. Ich versteh's ja, nicht. In dieser Voliere fanden die erstaunlichsten Arten aus allen Teilen der Welt ein neues Zuhause. Und ich bin nicht nur Bahnhofsvorsteher, sondern kümmere mich gleichzeitig um meine gefiederten Gäste. Keine leichte Aufgabe, das können Sie mir glauben. Ja, das glaube ich gern. Das glaube ich Ihnen gerne. Das Schwierigste ist, die Harmonie unter all diesen Arten aufrechtzuerhalten. Wissen Sie, einmal brachte ein Forscher von einer Reise nach Amazone ein Kuckuckspärchen mit. Und das war keine gute Idee? Nein. Oh, eine bedauerliche Idee. Wie alle Kuckucks legt auch dieser verfluchte Vogel seine Eier in die Nester anderer Arten und noch dazu wirft er alle anderen Eier aus dem Nest, damit nur sein Ei bebrütet wird. In der Tat ein recht egoistischer Vogel. Und Sie können nichts tun, um ihn daran zu hindern? Ja, die Fakultät erklärte, dass dieser Vogel aufgrund seiner Seltenheit geschützt werden müsste. Nur dank unseres mechanischen Adlers konnten wir das Desaster in Grenzen halten. Sie haben hier einen Automaten? Ja, ein kleines Wunder, das auf Schienen durch die Luft gleitet. Ja, das haben wir ja schon alles gehört. Das bringt ja nichts. Aber leider funktioniert der Adler schon seit vielen Jahren nicht mehr. Und es ist mir unmöglich, die Eier selbst einzusammeln. Warum? Warum? Ich traue mich nicht mehr auf die Brücke. Vor ein paar Monaten bin ich von da oben runtergefallen und habe mir sehr weh getan. Seitdem wird mir schwindelig, wenn ich nur nach oben blicke. Oh, Sie Ärmste. Das muss sehr unangenehm sein. Ja, und die Kuckuckseier stapeln sich in den Nestern. Die Rektoren werden das irgendwann mitbekommen. Ja, dann gibt's Probleme. Ach ja, das alles ist nicht so einfach. Okay. Was bringt mir das, wenn ich auf Hans gehe? Sagt Ihnen zufällig der Name Hans Vorarlberg etwas? Uff, was glauben Sie denn? Bei all den Leuten, die durch diesen Bahnhof gekommen sind? Ah, ja, so viele können das ja gar nicht sein normalerweise. Tja, meine Katze. Gut. Ich werde mir jetzt meinen Kopf hier noch zergrübeln. Und mache dabei aber einen Cut. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ja, dann werden wir schauen, wie wir in der nächsten Folge wieder weiterkommen. Baba!